Wenn es eng wird im Leben oder in einem Rennen, müssen wir einen Zahn zulegen. Warum eigentlich einen Zahn zulegen? Stand am Anfang aller Entwicklung nicht der Knollenkoch, sondern der Zahnarzt? Weit gefehlt. Die Metapher einen Zahn zulegen deutet man so. Es heißt ja Gas geben, aufdrehen, sich beeilen. Und auch diese Metapher kommt aus der Küche. Noch im Mittelalter hingen die Kochtöpfe meist über dem offenen Feuer und waren dabei an einer gezackten Eisenschiene angebracht, die an ein Sägeblatt erinnerte. Je nachdem, wie hoch oder tief man den Topf einhakte, vergrößerte oder verringerte sich der Abstand zur Flamme. Und wenn die Mäuler, die es zu stopfen galt, besonders hungrig waren, legte man einen Zahn oder einen Zacken zu. Das heißt, man hängte den Topf näher ans Feuer. Christoph Kunz legte einen Zahn und einen Zacken zu, nachdem ihn ein Schicksalsschlag getroffen hatte, in Form eines schweren Motorradunfalls. Er beschloss, einer der schnellsten zu werden in der Behindertensportart Monoski und holte an den Winter Paralympics 2010 in Vancouver die Goldmedaille in Abfahrt sitzend und die Silbermedaille in Riesenslalom sitzend. Ich könnte diverse weitere Weltcup-Spitzenplätze nennen, aber an diesem Kongress, wo wichtige Veränderungen das Thema sind, wird er uns auch grundsätzlich Spannendes über Veränderungen im Leben berichten können. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie unseren nächsten Speaker mit einem olympischen Applaus, der ihm zeigt, wenn er oder andere Schweizer Spitzensportler in einem entscheidenden Rennen einen Zacken zulegen, hängen wir unsere Emotionen einen Zahn näher an die Feuerstelle, mit anderen Worten, dann wird uns warm ums Herz. Christoph Kunz, meine Damen und Herren. Ja, merci vielmal. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf. Wie ihr auf dem Programm habt gesehen habt, bin ich ein kurzfristig eingesprungen für Heinz Frey, der eigentlich ist planen war. Er kann leider heute Nachmittag nicht da sein. Darum möchte ich euch ein bisschen erzählen aus meinem Leben. Veränderungen, wie gehe ich damit um? Veränderungen, die sich leider schon ein paar haben ergeben in meinem Leben. Eine davon ist der Rollstuhl. Ich hatte einen Töpfunfall gehabt. Ich komme nachher dazu. Ich werde euch vor allem auf eine Reise mitnehmen. Durch mein Leben, was habe ich alles erlebt und wie bin ich eben dort mit Veränderungen umgegangen. Zuerst so ein bisschen mein Leben vor dem Unfall. Wie hat das ausgesehen? Was habe ich gemacht? Wie bin ich unterwegs gewesen? Was habe ich für Ziele und Träume gehabt? Ich nenne es manchmal schon Ausgangslage. Ich habe eine Ausgangslage gehabt, ich habe ein Ziel gehabt, das ich heran wollte. Und das ist, ich habe sehr viel Träume gehabt für mein Leben. Nachher ist der Unfall gekommen, es war ein Töpfunfall gewesen, eine sehr grosse Veränderung. Für mich, wie bin ich mit dem umgegangen, wie habe ich probiert, mich neu irgendwo auszurichten. Zurück in den Alltag, ich bin im Paraplegikerzentrum rehabilitiert worden in Notwil. Zurück in den Alltag, mit Grenzen konfrontiert, die ich vorher nicht gekannt habe. Und das war für mich sehr schwierig am Anfang und ich werde mich dort ein bisschen mitnehmen. Dann nachher Sport im Rollstuhl, ich habe schon vor meinem Unfall sehr viel Sport gemacht. Und der Sport, der Rollstuhl hat nie so einen Grund sein, dass das nicht mehr möglich ist. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen, die ich ausprobiert habe. Und dann nachher vor allem Monoski. Wie sieht das aus? Ich habe ein paar Videos dabei, wo ich euch zeigen kann, wie sieht das aus, wenn ich Monoski fahre. Das ist ein Gerät auf einem Ski. Mehr seht ihr eben die bewegten Bilder. Mein Weg schlussendlich an Paralympics. Ich bin in Turin im 2006 das erste Mal dabei gewesen. Und dann nachher Vancouver, ihr habt schon gehört. Vancouver, wo ich sehr grosse Erfolge durfte feiern und dann auch noch ganz kurz Vorbereitung auf Sochi, die am nächsten März wird stattfinden. Und dann werden wir auch noch ein bisschen Möglichkeit haben, zum Fragen stellen. Ja, Vancouver, jetzt ganz kurz gehört, der Klapproth hat es schon gesehen, ja, der durfte zwei Medaillen gewinnen. Und damit ihr noch ein bisschen Anteil habt an dem, ich habe die Medaillen mitgebracht und sie werden jetzt so ein bisschen der Drehen gehen. Ich darf die auch gerne mal in die Hände nehmen, mal gucken, wie sich das anfühlt. Ich darf es auch mal umhängen, wenn ihr wollt. Und während der Zeit möchte ich euch wirklich da auf die Reise ein bisschen mitnehmen. Mein Leben vor dem Unfall, wie hat das ausgesehen? Ausgangslage. Ich war Sportler, ich war ein Draufgänger. Ich habe schon mit etwa 12, 13 Jahren angefangen, sehr intensiv Sport zu machen. Dann im Bereich Leichtathletik, Mittel- und Langstreckenlauf. Ich hatte viele Ziele.
Ich hatte viele Träume für mein Leben. Ich hatte Vorstellungen, wie das aussehen soll. Und irgendwo habe ich natürlich auch Veränderungen angestrebt in meinem Leben. Veränderungen vor allem, die ich probiert aktiv zu gestalten. Das sind die schönen Veränderungen, die man selber mitbestimmen kann. Dort, wo man sagen kann, dort, wo die Herren, dort habe ich das Ziel und dort probiere ich mit vollem Einsatz schlussendlich auch herzukommen. So bin ich unterwegs gewesen. Ich habe nachher die TÜV-Prüfung machen mit 18. Es hat mir viel Flexibilität gegeben, dass ich mit dem TÜV unterwegs sein konnte. Ich habe einen TÜV-Kurs gemacht in Thun. Ich bin dann von dort Richtung Interlaken unterwegs gewesen. Und ich glaube, es ist mir zum Verhängnis geworden, dass ich ein Draufgänger war. Ich habe das Limit gesucht, ich habe es ein bisschen gebraucht, ich wollte wirklich an meine Grenzen gehen. Nicht nur im Sport und darum eben auch ein bisschen auf dem TÜV. In einer Linkskurve. Zu diesem Unfall ist es gekommen, in einer Linkskurve in der Beatenbucht. Ich war in einer Linkskurve schnell unterwegs gewesen. Ich bin Ausfahrtkurve an den Randstein gekommen und bei diesem Randstein gestreift und ganz blöd auf den Rücken gekippt. Im ersten Moment bin ich überzeugt gewesen, ja, das ist nicht so schlimm. Ich muss auf, ich muss weiter, ich war unter Zeitdruck gewesen. Die konnte ich aber gar nicht mehr aufhocken. Ich habe die Wirbelsäule gebrochen auf der Höhe vom fünften Brustwirbel, das ist auf dieser Höhe. Unter das funktionieren natürlich Bauch- und Rückenmuskeln nicht mehr. Wenn ich aufhocken wollte, ist das nicht mehr gegangen. Und dann habe ich auch gesehen, dass meine Beine nicht so liegen, wie ich das Gefühl hatte. Ich habe gemeint, die seien gerade, sie waren aber irgendwie verwinkelt gewesen. Und dort, in dem Moment, habe ich realisiert, ja, was passiert ist. Ich habe gemerkt, dass dort nichts mehr geht. Und in dem Moment, dort am Strassenrand, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Als Sportler mit Ziel und Träumen, 18-jährig, mit Ziel und Träumen für sein Leben, bin ich völlig Anschlag gekommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was bedeutet das für mich. Ich habe keine Ahnung gehabt, was habe ich jetzt noch für Perspektiven. Oder eigentlich habe ich keine Perspektiven mehr gehabt in dem Moment. Ich bin nachher auf Bern gebracht worden. Bin geflogen worden mit der Rega ins Inselspital, bin dort operiert worden. Der Bruch wird verschraubt, oberhalb und unterhalb von dem Bruch, mit zwei Metallstäben. Und das wächst schlussendlich auch zusammen. Ein Jahr später haben wir das Metall ist schon rausgenommen worden. Problem ist natürlich einfach, dass die Wirbelsäule ist verschoben gsi und die Nerven in diesem Bereich sind geschädigt gewesen. Und das hat schlussendlich auch zu dieser kompletten Lähmung geführt. Zwei Tage nach dem Unfall, bin ich auf Notwil gekommen, ins Paraplegikerzentrum. Und dort hat die Rehabilitation angefangen. Die Rehabilitation, die bedeutet, man wird eigentlich auf alles vorbereitet, was ihm erwartet oder was man braucht für im Alltag, für zurück in den Alltag. 4 Monate bin ich schlussendlich in Notwil gewesen und dort habe ich langsam, aber sicher um mich so ein bisschen eben Perspektiven gewonnen. Auch wenn es sehr schwierig war. Ich bin 2 Wochen nur möglich gelegen. Nicht selber aufhocken können, nicht gewusst, wie das geht, weil eben Bauchmuskeln nicht gehen. Die Grenzen waren der, wo ich mit den Armen habe mögen. Bis am Bettrand und so bin ich wirklich ein bisschen ans Limit gekommen. Grenzen, die ich vorher einfach nicht gekannt habe. Heute ist es für mich absolut selbstverständlich. Heute drehe ich mich auf die Seite und stütze mich mit den Armen ab. Heute bin ich im Alltag sowieso unterwegs, wie jeder andere Mensch, ausser dass ich den Rollstuhl brauche, für mich vorzubewegen. Aber ich bin ein ganz normaler Mensch und so bin ich heute unterwegs. Aber das war natürlich ein sehr, sehr langer Prozess gewesen. Am Anfang bin ich wie ein kleines Kind. Ein Beispiel, als ich das erste Mal im Rollstuhl gesessen bin. Wir sind dort nachher zur Ergotherapie. Wir wollten ihn ein bisschen einstellen, für mich anpassen. Das ist ein Rollstuhl, den ich dort, von dort brauchen konnte. Der hatte ein Stützrädchen hinten, zum Glück. Ich habe ein bisschen fest Gas gegeben. Dann hat es ihn gelüpft vorne. Auf das Stützrädchen, von dem Schwung, gehe ich mich vorrachen. Und das hat mein Oberkörper auch Schwung gehabt. Und ich bin einfach so vorrachen auf die Knie gekippt. Im ersten Moment, als ich das Gleichgewicht verloren habe, habe ich diesen Rücken, diesen Muskeln da hinten gesehen, jetzt müsst ihr mich haben. Das ist dann natürlich nie angekommen und so bin ich wirklich einfach vorgekippt. Heute weiss ich natürlich wo, dass meine Grenzen sind. Mit dem Gleichgewicht, wenn ich auf die Seite gehe, irgendwann muss ich mich haben, sonst kippe ich. Das läuft heute alles automatisch. Ich kenne meinen Körper heute, weiss haargenau, was der noch kann. Aber das hat eine lange Zeit gebraucht dort. Ich war 4 Monate in Notwil gewesen, habe nachher zurück können. Und dort hat eine neue Herausforderung auf mich gewartet. Zurück in den Alltag. Das Bild, das ich dort gewählt habe, weiss ich nicht, ob es wirklich gibt. Es zeigt aber ein bisschen, dass es nicht ganz einfach ist. Es ist vielleicht manchmal gut gemeint, aber vielleicht auch nicht ganz, für uns nicht ganz optimal eingerichtet. Und so habe ich gewusst,
dass es natürlich nicht alles wird perfekt eingerichtet sein, wie es das noch Wiel ist, im Paraplegikerzentrum, wo jede Tür genug breit ist und meistens noch automatisch auf und zu geht. Aber ich habe auch gewusst, dass es irgendeinen Weg gibt im Alltag. Das habe ich erlebt irgendwo, wenn ich will, wenn ich kämpfe dafür, dann gibt es fast keinen Weg. Und so habe ich langsam um mich Perspektiven gefunden, auch wenn ich sicher noch viele Sorgen hatte, was die Zukunft angeht. Aber so bin ich zurück in den Alltag. Und die Veränderungen, die ich dort erlebt habe, das waren passive Veränderungen gewesen. Die sind mir eine Art aufgezwungen worden. Ich konnte dort nichts dazu tun. Die Veränderungen, die man eben nicht so gerne hat, die einfach auf ihm zukommt. Und dort habe ich gelernt, dass ich muss reagieren, dass es eben passiv ist. Auf die Veränderung habe ich reagieren und ich habe es so gemacht, dass ich schon gleich nach dem Unfall probiert, den Blick in die Zukunft zu richten, den Blick nach vorne und dann nachher das Beste daraus zu machen, weil selber kann ich es sowieso nicht ändern. Also bin ich zurück in den Alltag gekommen, teilweise auch ein bisschen an meiner Grenze gekommen, aber es ist, gleich habe ich die Erfahrung eben gemacht, es geht. Es ist sehr, sehr viel möglich. Sehr viel mehr, als man sich vorstellen kann. Grenzen entstehen zuerst einmal im Kopf. Und wenn man sich im Kopf nicht vorstellen kann, bedeutet das für Haufen schon, das ist gar nicht möglich. Das muss aber noch lange nicht heissen, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass es nicht geht. Und die Erfahrung habe ich sehr, sehr stark gemacht. Manchmal schon in der Küche. Ich koche sehr gerne. Viel mit meiner Frau zusammen kochen ich tue halt einfach, unsere Küche, die wir daheim haben, die ist nicht speziell eingerichtet. Wenn ich jetzt selber bauen würde, würde ich sicher machen, dass ich irgendwo drunter fahren könnte. Heute mache ich es so, dass ich einfach, wenn ich rüste, dann mache ich das auf den Knien mit einem Brett und dann nachher die Platte, das, was ich rühren muss, habe ich auf der vorderen Seite und das, was nur passiv kocht, habe ich hinten dran. Dann mache ich überall gut dazu. Und so tut man sich halt einrichten. So findet man irgendwo einen Weg. Und, auch im Beruf habe ich meinen Weg müssen finden. Zu der Zeit, wo ich den Unfall hatte, bin ich zu Hofwil, in Mönchenbuchsee, in den Gymnasium gegangen. Dort in einer speziellen Klasse für Sportler, Musiker und Gestalter. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich sehr intensiv auf den Sport zu konzentrieren. Und dort habe ich nachher auch weitergemacht. 2 Jahre nach dem Unfall habe ich die Schule abgeschlossen, eine Matur gemacht. Und nach der Matur habe ich ein Zwischenjahr gemacht. Bin nachher als erstes Lehrbildung probiert. Ich habe 2 Semester in der Lehrbildung studiert und bin aber dann auf Bankausbildung ganz zu unterst auf die Tabellen, die wir vorhin hier gesehen haben. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, habe dann auf einer Regionalbank gearbeitet und heute bin ich bei der Schweizer Paraplegikervereinigung in Notwil angestellt. Ja, ich musste dort meinen Weg finden. Merci. Aber so habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich ganz natürlich mit der Situation umgehe, im Alltag allgemein, dann fällt es so meinem Gegenüber viel leichter. Und ich habe gemerkt, dass die Behinderung gar nicht so eine riesen Sache ist. Ich muss einfach das annehmen, die Grenzen, die mir teilweise gegeben sind, die Grenzen, die aber für mich auch eine Herausforderung waren, zum Überwinden, zum Ausdehnen. Manchmal eben, wie gesagt, bestehen sie zuerst im Kopf, wo wir haben viele Sachen am Anfang nicht vorstellen können. In ein Auto einsteigen, den Rollstuhl verladen und selber losfahren, ist für mich ganz am Anfang eine schwierige Vorstellung gewesen. Heute ist das kein Problem mehr. Heute gibt es weniger als 1 Minute, bis ich eingestiegen bin und vorgefahren bin. So hat sich sehr stark alles entwickelt in den letzten 13 Jahren. Auch privat. Ich habe dort ganz kurz ein paar Bilder mitgebracht. Das ist jetzt schon ein bisschen ein älteres Foto. Zusammen mit meiner Frau. Wir sind heute 5 Jahre geheiratet. Oder? Warte jetzt, mal 5 Jahre, es ging, zum Glück ist sie nicht da. 5 Jahre jetzt im September gewesen. Wir haben eine super Beziehung und für sie war es am Anfang auch nicht ganz einfach gewesen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich ganz natürlich mit der Situation umgehe, ist es für sie auch einfacher. Und heute sind wir als ganz normales Ehepaar unterwegs. Ich meine, es gibt für uns, sie ist auch schon gefragt worden, ob sie mich dann pflegen muss. Ich meine, das ist natürlich kein Thema. Ich bin absolut selbstständig im Alltag. Wir führen eine gleichberechtigte Beziehung. Und so sind wir ganz normal unterwegs, wie ich auch glaube, als Mensch ganz normal unterwegs bin und mir nicht unterscheiden von jedem von euch, der hier ist. Wir sind im 2011 4 Monate auf Weltreise gewesen. In Amerika unter anderem 2 Monate mit dem Camper.
unglaublich gute Erfahrung gewesen. Zuerst mal, als ich vor diesem Camper gehockt habe, habe ich das Gefühl, ja, da kann ich doch nie, wie will ich jetzt da einsteigen? Der Sitz ist auf dieser Höhe. Das ist der kleinste, den wir bekommen haben, in Amerika zu mieten. Das zeigt so ein bisschen Dimensionen. Aber nach zwei, drei Mal probieren habe ich gemerkt, mal, wenn ich gewusst, wie die Handgriffe müssen sitzen, dass ich auf den Sitz suchen. Und dann haben wir sehr, wirklich ganz, ganz eine gute Zeit gehabt. Orte, wo man vielleicht sonst nicht unbedingt als Rollstuhlgängig bezeichnet. Und ich dort sicher auch viele Leute können beeindrucken und können zeigen, dass eben, dass man an Orte her kann, wo man sonst im ersten Moment nicht das Gefühl hat. Ja, das Highlight natürlich, der Elio, unser Sohn, er ist jetzt 6 Wochen alt, und hat sehr viel Veränderung gebracht, aber natürlich auch grosse Bereicherung, grosse Motivation. Ich habe es vorhin schon gesehen, der Rollstuhl hat nie so einen Grund sein, dass ich nicht mehr Sport machen kann. Sport im Rollstuhl ist für mich, Sport ist gegen ein Leben, ja, irgendwo. Ich bin der Typ gewesen, der die Herausforderung gesucht hat. Ich habe Bewegung gebraucht, und ich habe euch da ein paar Bilder mitgebracht, was ich schon ausprobiert habe. Ihr seht jetzt, oben links, ein Sledgehockey, seit ein paar Jahren eine paralympische Sportart, die wirklich auch ein bisschen zur Sache geht, wo nach den gleichen Regeln gespielt wird wie das Eishockey. Oben links so gut, auch eine Mannschaftssportart Basketball. Mir tut sehr viel im Rollstuhlsport, die Regeln vom Fußgängersport, sage ich mir, übernehmen. Und auch dort im Basketball wird eigentlich nach den gleichen Regeln gespielt wie sonst im Basketball. Wasserskifahren habe ich schon probiert, ich bin schon falsch im Springen. Aber meine Passion habe ich schlussendlich beim Handbikefahren und beim Monoskifahren gefunden. Handbike ist eine Art Liegevelo, wo auf das Vorderrad angetrieben ist. Mit dem bin ich im Sommer vor allem zu Trainingszwecken unterwegs. Und zum Monoskifahren bin ich im ersten Moment wirklich mehr so ein bisschen mit der Idee gekommen. Ich möchte um mich auf die Piste. Ich möchte um mich mit den Kollegen an einem schönen Wintertag wirklich um mich raus auf die Piste. Am Anfang hat es mich hart gehabt, ich konnte da nicht mitkönnen. Und dann habe ich die Möglichkeit gefunden beim Monoski. Ich habe einen Kurs gemacht, ich habe selber so einen Monoski angeschafft. Und dann hat es mich gepackt. Ich bin langsam dort reingekommen, habe mir hohe Ziele gesetzt und habe angefangen intensiv zu trainieren, weil ich gemerkt habe, dort habe ich Potenzial. Und wie das etwa aussieht, wenn ich Monoski fahre, werde ich euch im ersten kurzen Video zeigen. Das Video ist entstanden am Kunisberg im Adelboden, am Weltcuphang, wo ich regelmässig trainiere. Und dort hat mich mal ein Filmteam begleitet. Ja, der Sport hat mir wirklich extrem viel gegeben. Der Sport ist für mich, wie gesagt, schon sehr wichtig gewesen und neu ja als Rollstuhlfahrer hat er mir nicht nur mit den Ansporn gegeben für einen Wettkampf. Er hat mir natürlich auch sehr viel Selbstständigkeit gegeben, gibt mir Selbstvertrauen. Und irgendwo führt das dann auch zu einer positiven Spirale, die ich erleben durfte, dass ich wirklich weit kann kommen. Und ich habe mir dort, wie schon vor dem Unfall, in die Zeit hineingekommen, wo ich wirklich erleben durfte, dass ich
Veränderungen aktiv vorantreiben kann. Nicht nur im Sport, auch privat, aber ganz besonders im Sport, wo ich auch gemerkt habe, wenn ich wirklich sehr intensiv trainiere, wenn ich vielleicht ging probieren, den anderen Schritt vorauszuziehen, dann kann ich sehr weit kommen. Ich denke, das ist nicht nur im Sport so, ich denke, das ist auch in der Wirtschaft sehr viel so, wenn man probiert, Veränderungen aktiv anzupacken und eben den anderen, den Konkurrenten, vielleicht auch einen Schritt vorauszuziehen, dann kann man sehr weit kommen. Dann kann ich eben ging ein bisschen weiter sein. Und im Sport auch, wo ich probiert habe, mir dann höhere Ziele zu setzen. Irgendwo habe ich gewusst, ja, so, einfach nur ein bisschen Skifahren ist mir zu wenig. Klar ist es für mich ein riesen schönes Erlebnis gewesen, auf der Piste unterwegs gewesen. Und auch dort habe ich können zeigen, was, ich glaube, auch gerade so mit der Behinderung, mit der Lähmung, die ich habe, gleich noch möglich ist. Und gleich hatte ich den Ansporn, gehabt, wirklich, um meine Wettkämpfe zu machen. So also hatte ich auch irgendwo ein Ziel, gehabt, dass ich an den Paralympics dabei sein kann. Ich bin dann im 2006 in Turin das erste Mal dabei gewesen. Ein super Erlebnis. Ich habe dort ein Diplom gewonnen im Riesenslalom und habe wirklich gemerkt, dass noch mehr drinnen liegt. Ich habe sehr intensiv angefangen zu trainieren. Und dort auch, ich probiert jedes Jahr, ging irgendwo einen Schritt in diesem Bereich weiterzukommen. Und als ich in Turin gewusst habe, dass ich weitermachen wollte, habe ich gleichzeitig gewusst, ja, in 4 Jahren wird in Vancouver auch mit Paralympics und Olympiaden stattfinden. Und dort habe ich gewusst, dort werde ich ganz vorne dabei sein. Dort werde ich gerne eine Medaille gewinnen. Und das ist für mich die Motivation geworden, für 4 Jahre sehr, sehr hart zu trainieren, sehr intensiv zu trainieren und eben wirklich zu probieren, sehr viel dem Sport unterzuordnen. Und alles, wenn möglich, alles auf das Ziel auszurichten. Das habe ich probiert. Ich habe probiert, also Meilensteine zu setzen. Auf dem Weg auf Vancouver. Und es ist ja ging, wenn man sich ein Ziel setzt, wäre es schön, wenn da der Start ist und da das Ziel. Und dann geht es einfach so linear auf das Ziel zu. Ich denke, auch dort ist das nicht nur im Sport so, wo man halt Rückschläge hat. Bei mir ist es so gewesen. Statt dass es einfach so gerade auf das Ziel zu ist gegangen, ist es mal wirklich vorwärts gegangen. Es hat aber auch Rückschläge gegeben. Ich hatte Stürze gehabt, vielleicht. Ich hatte kleine Verletzungen gehabt. Und da war es wichtig, dass ich mich ganz neu ging und mich auf das Ziel ausgerichtet habe. Und gleichzeitig habe ich probiert, im ersten Moment vor allem einfach mal das Training zu optimieren. Das Training auf dem Schnee, aber auch das Konditionstraining eben auf dem Handbike, aber auch im Kraftbereich, habe ich probiert, ging weiterzukommen. Ich habe nachher probiert, im Materialbereich, Skipräparation und so weiter. Dort wirklich zu investieren, dort einen Schritt weiter zu kommen. Und ganz zuletzt habe ich auch angefangen mit Mentaltraining, dass ich mich wirklich spezifisch auf Wettkämpfe vorbereiten konnte, mit den Veränderungen, die vielleicht dort auf mich warten, mit den ganz speziellen Voraussetzungen, die an einem Ort wie Vancouver auf mich warten, dass ich mich mit denen schon vorgängig auseinandersetzen konnte. Und so habe ich 4 Jahre her gearbeitet und ich habe gemerkt, dass es wirklich vorwärts geht. Und haben ja die Motivation, Medaille im Hinterkopf. Die Medaille, die ging noch irgendwo bei euch unterwegs, die hatte ich schon irgendwo bei mir im Hinterkopf gehabt. Ich habe gewusst, dort möchte ich herkommen. So eine Medaille möchte ich gewinnen. Und das hat mich motiviert, weil ich genau gewusst, wenn ich alles gebe, dann kann ich es wahrscheinlich schaffen. Auch wenn ich gewusst, für das es am Schluss aufgeht, muss am Tag X alles perfekt stimmen. Das hat mich extrem motiviert. Ich war 4 Jahre lang unterwegs gewesen. 4 Jahre lang, wo ich wirklich auf vieles verzichtet habe. Und 4 Jahre lang, wo mich das ganze Team unterstützt hat. Ich meine, ich glaube, als Einzelsportler ist man schlussendlich einzig, wo man darf Glückwünsche und Medaillen entgegennehmen. Ist aber das ganze Team, das dort im Hintergrund arbeitet. Ganz speziell natürlich meine Frau, Stefanie, die mich dort überall unterstützt hat. Ohne sie wäre ich sicher nie so weit gekommen. Aber wir haben ja das ganze Team. Das Swiss Paralympic Ski Team, wo wir zusammen unterwegs sind, wo wir Trainer haben, wo wir Physio haben, wo wir Betreuer haben, die uns auf diesem Weg unterstützen, Service machen. Und so habe ich im März, im 2010, sind wir auf das Vancouver geflogen. Eigentlich habe ich es geschafft, weil ich bei der war. Aber ich vergleiche es manchmal so ein bisschen mit einer Prüfung oder mit einer Ausbildung, die man macht, mit einer Lehre. Mir ist 4 Jahre lang auf diesem Weg unterwegs, in dieser Ausbildung. Und irgendwann hat man es geschafft. Nach 4 Jahren ist man am Ziel, aber dann fehlt noch die Prüfung. Und mir ist es ähnlich gegangen. Ich bin 4 Jahre lang auf diesem Weg Richtung Vancouver unterwegs gewesen.
Dann sind wir dort drüber geflogen, eine Woche vorher, bevor es angefangen hat, noch zum Akklimatisieren. Und dann ist es eigentlich erst richtig losgegangen. Erst dann hat es wirklich gezählt. Und für mich war es ein super Erlebnis gewesen. Ja, wirklich dort, ja, ich war perfekt eingestellt gewesen, auf alles. Wir hatten am Anfang sehr, sehr schwierige Bedingungen gehabt. Es hat nur geregnet irgendwie. Wir hatten ein Abfahrtstraining gehabt und nachher ist das ganze Programm umgeschoben. Zuerst hatten sie dann die technischen Disziplinen gehabt. Ich hatte dann im Riesenslalom wirklich einen Tag lang strömenden Regen. Da konnte ich die Silbermedaille gewinnen und das ist für mich, dort ist eigentlich schon wirklich, ist für mich eine Traumerfüllung gegangen, dass ich die Medaille gewinnen konnte. Und gleichzeitig habe ich gewusst, dass zwei Tage später die Abfahrt stattfindet. Das ganz grosse Ziel für mich, ich habe gewusst, wenn ich es wirklich mental im Kopf herbringe, dann kann ich eure Abfahrt ganz vorne dabei sein. Ich habe mir in meinem Zimmer, wir sind dort im Athletendorf, wo alle Nationen zusammen sind, zusammen wohnen, habe ich mir auf meinem Zimmer auf etwa 4 oder 5 A4-Blätter die Abfahrtsstrecke, die Linie, die ich fahren will, genau aufzeichnen kann. Also ich habe jedes Tor genau gekannt, ich habe genau gewusst, wo ich durchfahren will. Und so habe ich mich probiert zu fokussieren auf die Abfahrt. In der Abfahrt ist für mich schlussendlich alles 100% aufgegangen. Das war wirklich ein Highlight für mich und ich werde euch als nächstes das Video zeigen, wirklich von dem Lauf, wo ich dort gefahren bin, Vancouver. Zeit, also schauen wir uns einfach den schönsten Lauf im Moment nochmal an, den spektakulärsten für mich auch von Christoph Kunz, dem Schweizer, der nicht der schnellste war, das muss man auch mal dazu sagen, aber aufgrund seiner Behinderung die größte Leistung vollbracht hat und deswegen zu Recht auf der 1 ist. Weil wenn man wirklich eine Lähmung hat, die bis in den mittleren Brustbereich hineingeht, dann ist es klar, dann hat man einen anderen Zeitfaktor. Aber unglaublich, wie er das hinkriegt. Er kann ja die Hüfte gar nicht mehr knicken. Er muss den gesamten Oberkörper reinwerfen. Also, das war schon ein großes Kino hier. Genau, das kann sich jeder mal zu Hause vorstellen. Also die Lähmung beim Christoph liegt ungefähr auf dem Ende der Schulterblätter. Das heißt, wenn man sich an den Rücken fasst, quasi wo die Schulterblätter aufhören, ab da keine Muskulatur mehr, weder Bauch noch Rücken. Das heißt letztendlich, wenn man sich jetzt vorstellt, also er liegt auf dem Rücken, also normal aufsetzen, ist dann gar nicht möglich. Genauso wenn er auch jetzt der Oberkörper vorne auf den Beinen liegt, ist ein selbstständiges Aufsetzen nach hinten auch nicht möglich, weil die Rückenmuskulatur fehlt. Also er ist extrem fixiert oder muss extrem fixiert sein und umso höher ist die Leistung natürlich anzurechnen, dass er hier mit sicher über 80 km/h auf Skiern den Berg runterfährt. Wenn es mal reicht. Ja, also ich denke, da ist teilweise schon wesentlich mehr am Zug, gerade hier in so einer Kurve. Also da geht das schon mal über die 100. Christoph Kunz hier mit 1,17 und jetzt aufgepasst, das war ganz große Klasse, was er jetzt gleich zeigt. Aufpassen nach dem Sprung. Genau, nochmal die Landung. Er springt da raus, weit, relativ weit für ihn und hat dann in der Landung dieses schwimmende Gerät und kann das perfekt korrigieren, verliert wenig Zeit und bringt das Gerät in sich sicher ins Ziel. Mit 2 Schwüngen wieder kontrolliert und unten sind dann noch diese 7 Zehntel übergeblieben. Merci vielmals. Ja, für mich war es wirklich ein riesen Highlight schlussendlich. Das Resultat war die Goldmedaille, die ich nachher mit der Nationalhymne entgegennehmen durfte. Und eben, es war wie ein Traum, der dort in Erfüllung gegangen für mich. Ich habe sehr, sehr hart gearbeitet auf das Herren. Und dass schlussendlich mit diesen 2 Medaillen so perfekt ist aufgegangen ist, ja, ist auch Motivation gewesen. Und ich habe gemerkt, dass eben die Veränderungen, die ich angestrebt habe, dass die in die richtige Richtung gegangen sind. Und es ist dann auch noch Es ist weitergegangen und ich stehe jetzt im Moment mit in den Vorbereitungen für Sochi. Vorbereitungen Richtung Sochi, Russland. Warum, dass ich das Bild gewählt habe, zeigt eben, dass der Sport nicht nur auf dem Schnee stattfindet. Das ist ja eine Tortur, das ist ein Velorennen, über 550 Kilometer. Ich habe mit dem Trainer das Rennen gemacht, wo wir es ging abgewechselt haben, über 8000 Höhenmeter haben wir gemacht. Jetzt mir auch im Sommer gingen so ein paar Herausforderungen und probieren die nachher auch zu erreichen und
das war das Ziel, dass wir das diesen Sommer schaffen, und wir haben es gemacht. Es war ein super Erlebnis gewesen, und jetzt sind wir mit auf dem Schnee, in den Vorbereitungen. Wir waren in Saas-Fee gewesen, im Herbst, seit dem September. Und sind jetzt im Moment, bei 2 Wochen für die erste Rennen an im Wallis, und dann nachher geht's im Jänner auf Nordamerika. Und da bin ich sehr gespannt, wie es aussieht, bevor es dann in Sochi im März ernst gilt. Und natürlich probiere ich dort, meinen Titel zu verteidigen. Das Ziel ist sicher, eine Medaille zu gewinnen. Aber, ja, ich werde sicher alles geben und probieren, dass ich dort meine Ziele erreichen kann. Ja, ich habe von 2 Veränderungen geredet. Aktive und passive Veränderungen. Ich denke, das ist auch für im Geschäftsleben wichtig, dass man probiert, eben Veränderungen aktiv zu gestalten. Man kann es aktiv gestalten, man kann auch passiv auf Veränderungen reagieren. So habe ich es erlebt, dass es wirklich Sinn macht, wenn man vor Herausforderungen steht, dass man probiert, das selber anzupacken und nicht erst, wenn es zwingend nötig ist, auf etwas zu reagieren. Und vielleicht muss man manchmal schon das Unmögliche probieren, für dass man herausfinden kann, was möglich ist. Und ihr habt jetzt einen Haufen von mir gehört, ein paar Bilder auch gesehen. Und so ein bisschen als Inspiration möchte ich euch nochmal ein Video zeigen. Ich hoffe, ihr habt nicht schon genug von den Videos, die ich euch gezeigt habe. Es ist ein Kollege von Kanada, Josh Duekister, der selber auch einen Unfall hatte beim Freeskien und macht heute auch mir ganz verrückte Sachen. Und ein Video von ihm möchte ich euch zum Abschluss noch zeigen. Back in 2004, aspiring pro skier and friend of mine, Josh Duick, broke his back when a flip on skis went tragically wrong. He ended up a T11 full paraplegic, which pretty much means that he had no feeling in his body from about this point down. Last year, we worked on a documentary film together called The Freedom Chair. And during filming, Josh just blew me away with what he was able to do on a sit ski. While we were out filming, the whole time Josh kept talking about wanting to go upside down on snow again. So here we are in Whistler, and we're going to try and make it happen. Obviously, safety is a top priority for me doing this backflip. The last thing that I want to do is put myself in a worse situation than I'm already in. It all started a few months back at Woodward's at Copper. I just started jumping around in the foam pit, and that's when I realized a backflip was possible. And then from there, the natural progression was to bring it onto the airbag at Blackcomb in their terrain park. And then it was on. I knew that deep, soft snow was going to leave me the biggest margin for error. Powder Mountain Snowcats decided to build me this big old backcountry booter. And then when the weather was right, obviously I knew it was time to send it. This is something I've been dreaming about ever since I was laid out in the hospital. I've wanted to get back on the horse ever since I got knocked off. And to be able to go back out there and do this flip with all my friends, it just simply does not get any better than that. Ja, ich finde es absolut inspirierend, was er macht. Und wie gesagt, wenn man es selber nicht gesehen hat, dann glaubt man nicht, dass es möglich ist. Und das heisst, ich glaube, aber wenn man sich das nicht vorstellen kann, ist es noch lange, dass es nicht geht. In dem Sinne wünsche ich euch auch allen viel Erfolg beim Erreichen von der persönlichen Ziel. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Aus der Zunft von der Draufgänger und Olympiasieger, der Christoph Kunz, meine Damen und Herren.
Gehen Sie davon aus, dass Sie Goldmedaille wieder rüberkommen am Schluss? Hat das auch schon geklappt? Ich gehe davon aus, dass die Idee mit zurückkommt. Ja, ich hoffe es einmal. Ja. Sie hat auf jeden Fall nicht so viel materiellen Wert. Ein wenig Gold ist drin, oder so? Ja, aber nicht viel echtes Gold. Okay. Aber ich habe sie auch geschwind gehabt, richtig schwer und so, das macht schon Freude. Ja, genau. Und sie machen dem ganzen Land Freude. Ich bin immer auch stolz, wenn jemand Gold holt, obwohl ich den nicht persönlich beitragen habe. Aber sicher auch schön, dass man in seinem Land so eine Freude machen kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist schön, wenn man eine Rückmeldung bekommt, wo man wie etwas zurückbekommt für das, wo man eben darauf hergeschafft hat. Und wenn es dann irgendwo Empfang gibt oder Applaus, dann ist es so wie eine Genugtuung für das, was man investiert hat in das Ganze. Sie sind ein Draufgänger, da zweifeln wir jetzt nicht. Sie sind schon als Kind gewesen. Wie war das am Anfang gewesen? In dem Sinn, eine blöde Linksgruppe, Sie sind selber schuld gewesen, nicht mal jemand, wo Sie angefahren haben, wo Sie können sagen, der... Hat sie das wahnsinnig lang beschäftigt und gefuchst, sagen, ich bin zu fest, jetzt bin ich einfach zu weit gegangen und habe den Unfall gebaut? Ja, es hat mich schon gebraucht am Anfang. Am Anfang habe ich schon ein bisschen gehadert damit. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich muss in die Zukunft gucken. Ich muss probieren, eben, um mich aktiv an die Veränderung herzugehen und das Beste daraus machen. Und das habe ich, glaube ich, bis dahin auch geschafft. Ich glaube, mir ist entgegengekommen, dass ich bei Sportler war, dass ich gewusst, was es heisst, zu kämpfen. Und so habe ich sehr schnell auch gelernt, mit der ganzen Veränderung, mit dem neuen Körpergefühl umzugehen. Haben Sie nie das Gefühl gehabt, jetzt hat das Schicksal, ist jetzt selber geschuldet, jetzt liege ich einfach rum und die sollen selber schauen? Nein, wirklich. Ich bin 18 gewesen, ich wollte weiter teilhaben leben und da habe ich gemerkt, dass ich selber verantwortlich bin für das. Ich tue nicht gerne zurückgucken, weil ändern kann ich die Vergangenheit sowieso nicht. Ich lebe in der Gegenwart und das, was ich gestalten kann, ist die Zukunft und der probiere ich daran zu arbeiten. Klar, und jetzt haben Sie gesagt, Sie sind an Grenzen gekommen. Beim Zulassen habe ich mich aber gefragt, die Grenzen sind vielleicht sogar auch ein Boost gewesen, um weiterzukommen. Wären Sie sonst vielleicht nicht so wie gegangen? Oder haben Sie gedacht, ich wollte mal Olympiasieger werden? Oder hat vielleicht jetzt gerade die Veränderung dazu geführt, dass Sie noch höhere Ziele angestrebt haben? Ja, der Traum hat man als Sportler sicher irgendwo mal an einer Olympiade dabei zu sein. Und möglich, dass das jetzt durch die Veränderung erst ist möglich geworden. Wobei auch der tue ich nicht gerne vergleichen, was wäre wenn, sondern ja. Ich lebe in der Situation, wo ich jetzt bin, und probiere aus der heraus das Beste zu machen. Sicher, wie vorhin schon gesagt, Grenzen sind häufig auch ein Ansporn, Grenzen halt mal wirklich anzugehen, auszudehnen, so weit wie möglich oder eben sogar zu überwinden. Da sind Fragen gekommen, wie zum Beispiel, wenn Sie haben gesagt, ich tue Grenzen auch mental jetzt überwinden. Ich trainiere auch mental. Eine Frage ist, haben Sie eine spezielle Technik, mentale Grenzen im Kopf zu überwinden? Wie, kann man das beschreiben, wie Sie es machen? Es geht vor allem darum, es zu visualisieren. Also als Beispiel, besonders bei einer Abfahrt, ist die Herausforderung sehr, sehr gross, dort voll anzufahren. Also nur anzufahren ist eins, aber nachher noch anzugreifen, so einen Bogen wirklich auf der Kante durchzuziehen, wenn man schon mit 90 Stundenkilometer unterwegs ist und dann nachher bis noch weiter in der Abfahrt, dann ist das mental sehr eine grosse Herausforderung. Und dann muss man das vorher im Kopf einfach schon sehr viel mal durchgegangen sein, dass man nachher, wenn man unterwegs ist, nicht auf das Mal einen Bammel überkommt und querstellt, sondern dass man wirklich nachher parat ist, dort voll lachen zu fahren. Haben wir das genug manchmal durchgespielt, dass man nicht davon hadern auf der Piste nochmal soll ich nicht? Genau, also das Schlimmste ist eigentlich jedes Mal die Besichtigung. Wir gehen ja vorher auf die Piste, wir haben ja das Training zuerst in der Abfahrt sicher und dann nachher, wenn man auf der Piste ist, das erste Mal und das ist das Schlimmste, weil man das Gefühl hat, dort fahren jetzt mit 100 oder noch mehr Stundenkilometer den Berg ab, dann kann ich mir als Aktiver fast nicht vorstellen. Dann weiss ich aber, dass wenn ich dann unterwegs bin, es viel weniger schlimm ist. Auf einmal habe ich viel weniger Zeit, für mir die Gedanken noch zu machen. Und dann nachher ist man so fokussiert, dass man das gar nicht so richtig mitbekommt. Aber das hat sehr viel mit mentaler Vorbereitung zu tun. Fahrt ein bisschen Angst schon mit? Also ich meine, es ist schon verrückt, oder? Für jeden Mensch mit 100 auf der Skier. Und im Vergleich mit ihren Kollegen vom Alpine-Team ist es wahrscheinlich noch schwieriger zu bremsen oder in einer Notsituation zu reagieren. Fahrt ein bisschen Angst mit? Sicher Respekt. Ich denke, Angst wäre falsch. Wenn ich Angst hätte, dann müsste ich irgendwann die Notbremse ziehen. Aber Respekt schon. Ein gewisser Respekt muss da sein. In Turin, wo ich zum ersten Mal dabei war, habe ich gesehen, die Abfahrt ist für mich nie ein Thema. Das sind Spinner, die das machen. Ah ja.
Und das ist wirklich ein langer Prozess gewesen, dass ich mich an die hohen Tempo gewöhnen konnte. Also es ist ein jahrelanges Training und dann nachher muss man sich an das langsam herantasten. Ich meine, das geht natürlich nicht von heute auf morgen und der Prozess ist vielleicht noch fast ein bisschen länger als sonst im Skifahren. Aber schlussendlich, wenn ich Angst hätte, dann dürfte ich es nicht machen. Ich habe einen anderen Bericht, der mal am Fernsehen über sie kam, gesehen, wie sie sehr intensiv die Arme trainieren. Und da mit dem Bike ja auch, oder? Machen sie das meiste mit den Armen? Sie machen sehr viel Training für den Oberkörper, aber im Skifahren schlussendlich mache ich nicht so viel mit den Armen, ich mache sehr viel mit dem Gleichgewicht. Schlussendlich auch mit der Teilierung vom Ski, wo ich arbeite. Klar brauche ich die Arme auch. Aber es ist nicht so, dass ich dort sehr, sehr viel rausholen kann. Aber es gibt mir natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Es ist für das Mental auch sehr wichtig, dass man halt topfit ist. Dann haben wir eine weitere Frage. Nach einem Sturz, ich nehme auch im Training oder so, können Sie allein aufstehen? Ja, normalerweise kann ich einzig aufstehen. Wenn es flach ist, nicht so gut, wie wenn es steil ist. Weil wenn es flach ist, muss ich weiter aufstehen, dass ich um mich stehe. Ich muss einfach den Ski so drehen, dass er horizontal ist und dann kann ich mich im Schnee abstützen. Ja. Die ganz crazy Sachen, wie Ihr Kollege hier macht, lockt Sie das auch? Werden Sie auch mal irgendwie so Salto und so Zeug? Ja, eben, ich habe gesehen, vorher habe ich früher gesehen, die Abfahrt sind nur Spinner, die das machen. Heute sage ich, er ist ein Spinner, der das macht. Nein, ich glaube wirklich, das ist... es kommt auch noch ein bisschen darauf an, ich bin auch höher gelähmt als er, ich habe ein wenig Stabilität und das ist im Powder, im Pulverschnee noch ein bisschen schwieriger nachher. Aber ich werde es sehr gerne mal ausprobieren, wo es schlussendlich daher führt, weiss ich auch noch nicht. Und jetzt beobachten Sie Ihre Konkurrenz für Sochi, wo kommt? Wir sind jetzt sowieso, oder? Ich weiss gar nicht, haben wir so aktive Gold? Wir können jede Goldmedaille brauchen, wenn ich das richtig voraussehe für Sochi. wenn aber da jetzt auch keinen zusätzlichen Druck auf. Ich meine, wie sieht es aus? Wie schätzen Sie Ihre eigenen Chancen ein? Richtig abschätzen wird uns während der Saison können, wenn die ersten Rennen, vor allem die Weltcup-Rennen, die wir in Nordamerika werden haben im Januar, dann kann ich so ein bisschen abschätzen, wo ich stehe im Vergleich zur Konkurrenz. Ich bin in den letzten Jahren vorher dabei gewesen und ich hoffe, dass ich das in Sochi auch sein kann, aber ich weiß so, dass ich bin genug lange dabei, dass ich weiß, dass ich den Erfolg nicht planen kann. Letztes Jahr in der Weltmeisterschaft bin ich im Super-G und in der Abfahrt zweimal mit bester Zwischenzeit ausgeschieden. Und dann hoffe ich, dass das Jahr das Glück kommt, ein bisschen mehr auf meiner Seite ist. Aber man kann es nicht erzwingen. Aber eine Medaille ist sicher das Ziel. Ihre Familie, Ihre Frau, hat sie auch Angst um Sie? Oder sagt sie, gib noch einen Zacken zu? Nein, sie tut mich schon eher bremsen. Aber sie weiß so, dass ich genug Erfahrung habe, dass ich wirklich auch, ich bin auch schon bei Rennen, wo die Piste unruhig war, oder wenn ich das Gefühl hatte, das ist mir jetzt gefährlich, habe ich auch schon gesagt, dort starte ich jetzt nicht. Und dort hat sie, glaube ich, auch das Vertrauen in mich, dass ich wirklich abschätzen kann, wenn wird es gefährlich, wenn mache ich es nicht. Aber sie ist schon die mich eher würde bremsen, als noch pushen. Sie haben gesagt in einem Interview, das ich gelesen habe, davon erzählt, und das auch sehr schön geschildert, jetzt ist es ein normales Familienleben und so. Sie haben dann, glaube ich, geheiratet weit nach dem Unfall, viel später. Mhm, ja. Ist sie auch aus der Sportlerwelt? Macht sie, was ist Ihre Faszination? Sie fährt auch sehr gerne Ski, aber sie hat nicht, sie ist nie Rennen gefahren oder sie hat sportlich nicht jetzt die Ambitionen wie ich. Ich habe sie im Adelboden gelernt kennen, sie ist im Adelboden aufgewachsen, unabhängig vom Sport und ich glaube, das ist mir auch nie wichtig gewesen, dass ich jemanden habe, der jetzt extrem sportlich ist oder extrem viel Sport macht. Ist aber gleich schön, wenn wir zwischendurch zusammen unterwegs sind, auch mit dem Velo zum Beispiel kommt sie jemand mal mit oder dann machen wir eine Fahrt zusammen. Wer ist schneller? Bergauf ist sie sicher schneller, ja. Weil bergauf bin ich mit dem Handbike sehr langsam, weil ich das Körpergewicht nicht kann einsetzen kann, wie man es beim Velo kann. Wenn man auf das Pedal steht, dann hat man das Gewicht schon mal als Kraft eingesetzt. Aber bergab bin ich dafür schneller. Da habe ich aerodynamisch sehr gute Position und im Flachen sind wir etwa gleich gut. Und mental, glaube ich, hat niemand eine Chance gegen sie durch oder? Wahrscheinlich. Ja, also eben, dort gehe ich sicher nicht unnötige Risiken ein, aber eben, aerodynamisch sehr gute Position und da ist man bergab auch mal mit 70-80 Stundenkilometern, kann es schon mal geben. Was ist ein unnötiges Risiko? Also ich finde, von Ihnen
Sie sind, haben gesagt, ich bin ein Draufgänger gewesen. Eigentlich ist es richtig schief gegangen mit dem Töffel. Trotzdem machen Sie, sind Sie einer von der Besten auf der Welt jetzt da so mit dem Monoski. Wie setzen Sie denn Grenzen, welches Risiko Sie nicht mehr würden nehmen? Ja, ich glaube, das ist sicher eine Gratwanderung. Und es ist schon mal schief gegangen bei mir, früher. Und ich glaube, dort habe ich schon ein bisschen etwas gelernt daraus, dass ich wirklich irgendwann mal muss sagen, jetzt dort muss ich stoppen. Aber ich glaube, das ist irgendwo ein bisschen ein Gefühl. Und dort muss man aufs Bauchgefühl hören. Wenn man merkt, das gibt's ja häufig, dass solche, die in den Unfall haben oder etwas wirklich schief ist gegangen, dass sie sagen, das Gefühl hat es mir eigentlich gesehen, dass es nicht gut kommt, aber ich habe es nicht gleich gemacht. Ja. Und dort muss man ehrlich sein zu sich selber, und das probiere ich auch, dass ich, wenn ich merke, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich dort wirklich muss halt einen Rückzieher machen. Da habe ich nicht gut aufpassen oder nicht genau gehört. Wie heisst der Sohn genau? Elio, gut. Und der fährt noch nicht Ski, weil der ist erst wie viel? Sechs? Sechs Wochen. Ja. Ja, nein. Vielleicht im Frühling. Nein, der braucht noch ein Zeitchen. Aber, grossartig. Nein, Sie haben uns wirklich wunderbare einen Einblick gegeben. Und natürlich unsere Hoffnungen geschürt, dass Sie, wir werden einfach mitfiebern. Auf jeden Fall. Ich sage noch geschwind etwas Organisatorisches. Jetzt ist es 15:15. Es gibt eine 20-minütige kurze Kaffee- oder So-Pause. Bitte sind Sie am dem Fall 15:35 genau wieder da auf Ihren Plätzen. Die Zeit zählt, das weiß auch der Olympionike, Gold- und Silbermedaillengewinner Christoph Kunz, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Merci. Und viel Glück. Merci. In Sochi. Christoph Kunz.